Schönen guten Mittag. Ich bin Sven und ich bin für Geeks Live Luxemburg heute um Summer Clash Event zur Kopflöscht. Heute steht Raff, der Präsident von VGLU. Salut Raff. Moin noch. So Raff, also für alle guten Leute, die die Event auf VGLU noch nicht kennen, kannst du uns ein bisschen erklären, um was es heute genau geht? Naja, den Summer Clash, selbst wenn wir alle Sommer, womit ich organisieren, wo es halt wirklich darum geht, kompetitiv Turniere zu hosten. Der Gaming Café und sich ist ein bisschen etwas, wo wir mehr casual aus, wo wir nicht wollen, dass wir so einen Turnier-Café draus geht, wo einfach die Frieden sich kann amüsieren. Aber wir wollen Gaming-Szene einfach pushen. Das heißt, wir machen dann einen Summer Clash sowohl wie einen Winter Clash, was dann eben am Half-Year-System immer organisiert wird, wo dann auch anständig kompetitiv Niveau den Turnieren gehost gehen, wo die Leute noch kommen, wo sich beweisen können, wie gut Lützburg 10 dann aber auch ist. Ja, also kompetitiv 10 ist auch gut erklärt. Just für die Leute, die vielleicht mehr interessiert, was für eine Sorte von kompetitivem Spiel wird hier gespielt? Weil es gibt ja genug, es gibt einen Shooter, es gibt Beat'em-ups, strategische Spieler. Welche Spieler gegen nie am Summer Clash und am Winter Clash gespielt? Also, wie ihr nur mit Flash seht, das ist ein Clash, das ist größtenteils nicht Fighting Games. Wir fokussieren also im Moment auf Smash Fire, ja, also für die Wii U. Und da haben wir für die erste Kehr effektiv auch Street Fighter 5 drauf. Das sind als zwei Hauptturniere und wir noch neben Turnieren, wo wir dann Melee Singles machen, wir machen Smash Doubles und Street Fighter 3 Strikers. Da hat neben Turnieren von Street Fighter. Das ist auch ein Punkt für ein bisschen Aufwärtslung gesucht. Weil es ja so große Wanders sind, also es ist VGLU allein, die das Ganze organisiert oder kriegt du Unterstützung von anderen Vereinen, Sponsoring etc.? Naja, allein haben wir es sicher nicht gemacht. Auf der einen Seite ist immer die Gemeinde komplett standardisiert, von denen kriegen wir dann die Saal zur Verfügung gestellt und ziemlich viel von der Ausstattung, also auch von denen. Gerade hier, wo wir am Saal polyvalent sind, also das ist wirklich gut hier. Wir haben eine komplette Mikrofonausrüstung, wir haben Kleinwände, wir haben quasi eine komplette Küche. Also das ist schon relativ cool. Und dann natürlich auch für die Turnier selber zu organisieren, für zu hosten, haben wir auf der einen Seite für Smash Fire, Sweet Spot SBL, die das mischt, nachdem sich Dalla selbst von uns verabschiedet hat. Und auf der anderen Seite, nicht dass alle vermurkt sind, den Dragon Burst United Clan, die größtenteils den Fighting Corner mischt. Dort ist auch noch dazu zu sagen, dass den Real Pain das Mädchen von der Organisation überhüllt, weil ihn halt schon immer den Fighting Corner auch am Gaming Café gemacht hat. Ja, das steht nicht allein, du hast wirklich einen ganz großen Support drinnen. Aber auch für die Leute, die nicht wissen, an der VGLU geht immer so oft ungeschwärzt. Kannst du den Leuten erklären, was der VGLU genau ist? Ja, was ist VGLU genau? Also wir sind ein ASBL, videogames.lu. Wir machen halt regelmäßig Events und probieren, die Gamer-Community alle zu bringen, irgendwie zusammenzukriegen. Zu kopplöscht, wir probieren eben noch auf anderen Platz irgendwie aktiv zu sein. Und auch andere Spellen zu unterstützen, insofern nicht möglich ist. Dafür schaffen wir eben noch mal Sweet Spot zusammen, wir haben schon mega viel mit Geeks Live zusammen geschafft. Und wir waren noch auf der LuxCon, wo wir nicht immer viel gemacht haben. Okay, das ist VGLU, da fangen wir ein bisschen überall vertreten, was zu der Geek-Community mal geht. Das ist ja auch schon vielleicht ein bisschen frei am Tag, für das zu froh, aber wie erfolgreich findest du den Event für heute bis jetzt? Ja. Also ich fand das relativ relaxed. Ich hätte ja vielleicht Musik auch noch nicht gewesen. Auf Facebook hatten sich 80 Leute insgesamt dafür interessiert. Es sind keine 80 Leute da. Es sind aber trotzdem mehr, wie was man erwarten. Das ist ja so ein Fall da. Wir bei Smash Manglish, über 30 Leute, die sich schon gemeldet haben für Singles. An der Unterschreibung für die anderen Events, die läuft noch. Ne? Da kann man nur nicht so, wie viel du genau machen. Okay, weil das ist ein flottes Statement. Ja, ich will weiter keine Frage mehr. Das heißt, ich verabschiede mich noch mal vorerst und ich wünsche noch ein flottes Summer Clash. Ja, vielmals merci.
Nase, a drone, a magic rocket, yes.